Ja, das ist mein Ficus carica, meine Feige. Und eine ganz besondere Pflanze, dieses kleine Feigenbäumchen. Denn es kündet jedes Jahr nach dem Winter den Beginn des Frühlings an. Warum? Weil im Herbst und im Winter verliert es alle Blätter und schaut völlig tot aus, vordergründig. Und dann im Frühling sprießt die Pflanze wieder. Ich hatte einmal vor ein paar Jahren Besuch, der wollte sich auch nützlich machen, sich einbringen, etwas tun. Und der war im Winter da und wollte schon diesen scheinbar verdorrten Feigenbaum entsorgen. Gott sei Dank habe ich das rechtzeitig gemerkt und konnte ihn noch retten und sagte, nein, der lebt, der sieht nur so aus, im Frühling kommt er wieder. Und mein Feigenbäumchen hatte sogar im letzten Jahr nach langer Zeit wieder Früchte. Man sieht noch ein paar so runzelige, die da hängen. Natürlich werden die bei uns nicht reif, wegen den klimatischen Bedingungen. Und dieses Feigenbäumchen passt ganz gut zum heutigen Evangelium des dritten Fastensonntags nach Lukas, das wir heute hören, wo Jesus uns, den Menschen, allen ein Gleichnis erzählt. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum. Und als er kam und nachsah, ob er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Weingärtner, jetzt komme ich schon 3 Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt und finde nichts. Hau ihn um, was soll er weiter dem Boden seine Kraft nehmen? Der Weingärtner erwiderte, Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er doch noch Früchte. Wenn nicht, dann lass ihn umhauen. Ja, eigentlich verständlich. Und das, was der Besitzer des Weinberges sagt, der ja die Feigen, die Früchte verkaufen möchte und auch davon lebt, warum soll er einen Feigenbaum in seinem Garten haben, der keine Früchte bringt? Und darum sagt er verständlicherweise zu seinem Gärtner, hau ihn um, der bringt doch keine Früchte. Lieber pflanzen wir doch einen neuen. Ich brauche Feigen, die ich verkaufe. Ich brauche Bäume, die Frucht tragen. Hau ihn um! Eine weit verbreitete Mentalität im übertragenen Sinn. Auch bei uns, wo wir so wenig Nachsicht, Geduld mit unseren Mitmenschen, mit uns selber haben. Was will uns Jesus in diesem Gleichnis erzählen? Nun, Gott ist sozusagen der Gärtner und wir sind dieser Feigenbaum. Wir sind der Baum, der oft in unserem Leben keine guten Früchte bringt. Aber Gott ist wie der Gärtner, er ist nachsichtig. Er ist geduldig, er kümmert sich um uns, er sorgt sich um uns. Im Gleichnis wissen wir nicht, wie es ausgegangen ist, ob der Feigenbaum noch Früchte getragen hat oder nicht, ob er im Weinberg stehen geblieben ist oder ob er umgehauen wurde, das wissen wir nicht. Aber es geht jetzt um uns, um unser Leben, um unsere Früchte, die wir bringen, indem wir einander Gutes tun. Indem wir rücksichtsvoll miteinander umgehen, indem wir gegenseitig uns helfen und indem wir unseren Mitmenschen und uns selber immer wieder eine Chance geben. Gott ist dieser Gärtner, der sich sorgt, der sich kümmert um uns. Und so sind wir aufgerufen, in diesen geistlichen Tagen der Fastenzeit unser Leben neu in den Blick zu nehmen, neu zu schärfen und auf Christus auszurichten, die Freundschaft mit ihm zu vertiefen, damit mein Leben wieder geistliche Früchte bringt. Wie kann ich die Freundschaft mit Christus vertiefen? Indem ich das persönliche Gebet wieder mehr pflege zu Hause, indem ich ihn Anteil nehmen lasse an meinem Leben, indem ich ihm zuhöre, auf ihn höre. Zum Beispiel, wenn ich mich in der Küche in der Früh hinsetze und einfach nur das Kreuz anschaue, den Blick des Geliebten, des gekreuzigten Geliebten auszuhalten. Indem ich die Gottesdienste mitfeiere und die Heilige Schrift lese und vieles mehr, damit mein Leben auch Frucht bringt, damit ich wieder mehr mich dem Guten hinwende. Und so lasset uns beten. Gott, unser Vater, du bist der Quell des Erbarmens und der Güte. Wir stehen als Sünder vor dir und unser Gewissen klagt uns an. Sieh auf unsere Not und lass uns Vergebung finden durch Fasten, Gebet und Werke der Liebe. Und so segne und behüte uns der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Unsere liebe Frau von Allersberg, bitte für uns.